weil man sieht einfach den Stolz, der hier auch da ist, dass so ein großartiges Projekt passiert ist. Und es ist wirklich, ich muss das einmal mehr sagen, bitte wirklich rübergehen und das einfach einmal ausprobieren. Da ist nämlich ganz, ganz viel auch Arbeit dahinter. Das ist nicht nur ein tolles Konzept, sondern es ist eine fantastische Umsetzung. Es ist eine Umsetzung, die, glaube ich, wirklich auch Zukunftspotenzial hat. Wie wird das weitergehen? Ist das ein Projekt, kann man sich da vorstellen, dass ihr euch einmal selbstständig macht und sowas wirklich als Mediendesigner für Hotelketten oder sowas auftretet? Wer möchte? Nein, ich persönlich jetzt nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es sehr viele kreative Geister in unserer Schule gibt, die das wirklich so durchziehen könnten. Warum denn nicht? Das wäre eher ein Subversivprojekt, dass man in die Hotelzimmer dann solche Nachrichtenspeicher versteckt. Sehr gut. Ja, ihr könnt euch ja dann gleich unterhalten mit den Leuten, die dieses Chokepoint-Projekt machen oder Newsweek. Vielleicht kann man solche Dinge auch gleich einbauen. In den Hotels hat man ja sehr gern offenes LAN und da könnte man vielleicht die Kapazitäten gleich zusammenführen. Es tut mir sehr leid, dass wir nicht mehr Zeit haben, jetzt noch weitere Gespräche zu führen, aber auch hier gibt es im Rahmen des Festivals einfach ganz viel Möglichkeit, die Projekte kennenzulernen, die Leute hinter den Projekten. Wir steigen jetzt ein in die letzte, in die Schlussrunde dieses Abends und zwar geht es jetzt wirklich ans Eingemachte, an die Preisverleihung. Da drüben warten schon die goldenen Nickers des Prix Ars Electronica. Unsere Vögel, wie wir immer ganz respektlos sagen, und ich darf den Sektionschef jetzt bitten, ganz offiziell die erste goldene Nika zu verleihen an die Gewinner des Wettbewerbs für U19, die HBLA für künstlerische Gestaltung in Linz und die HTL Leonding mit ihrem Projekt, das uns so begeistert hat. Und jetzt müsst ihr euch überlegen, wer den Preis in Empfang nimmt. Ja, bitte alle auf der Bühne bleiben. Wir versammeln uns jetzt dann schon schön langsam für das Schlussbild. Die nächste goldene Nika wird jetzt überreicht in der Kategorie Interaktive Kunst. Und ich darf Chuichi Ito zu mir auf die Bühne bitten als Preisüberreicher. Er ist nicht nur einer der Pioniere dieser ganzen Bewegung offener, transparenter Netzwerke. Er ist der CEO von Creative Commons. Er ist mittlerweile auch der neue Direktor des MIT Media Lab, dieser Talenteschmiede. Und er wird den Preis überreichen an Julian Oliver und Dania Vasiljev für das Projekt Newsweek. Please take the golden Nika over there. Congratulations. Ja, als nächstes darf ich dann Andreas Lenz zu mir auf die Bühne bitten. Er ist Head of Direct Sales von Orange, einem unserer großen Unterstützer seit letztem Jahr. Herzlichen Dank auch diesmal für die Unterstützung. Und er wird den Preis überreichen an Alessandro Bavari für seine fantastische Animation Metachaos. Congratulations. Einen ganz besonderen Gast dieses Festivals darf ich jetzt zu mir auf die Bühne bitten, Umberto Maturana, einer der wichtigen, einflussreichen Wissenschaftsphilosophen unserer Zeit. Er kommt aus Chile, er ist morgen der große Star-Vortragende bei unserem Symposium. Was wäre also besser, als ihn zu bitten, den Preis zu überreichen an Felipe Häuser für die Fundación Ciudadano Intelligente.
Digital Music, die akustische Erforschung der Welt. Ich darf Ottmar Friedl, den Geschäftsführer von BFI und BBAZ, zu mir auf die Bühne bitten. Auch einer dieser Partner und Unterstützer des Festivals. Ohne euch hätten wir wahrscheinlich schon vor Jahren aufhören müssen, dieses Programm zusammenzustellen. Und ich bitte Jana Winteren auf die Bühne. Sie kriegt die goldene Nika für Energy Fields in der Kategorie Digital Music and Sound Art. Gerhard Kürner brauche ich nicht mehr vorstellen, aber ich darf ihn noch einmal zu mir auf die Bühne bitten. Er überreicht die Urkunde sozusagen für dieses Stipendium, für den Voestalpine Next Idea Grant an die Leute von der B2B Foundation, James Burke und Chris Binchen, für ihre Idee Chokepoint Project. Das ist einfach eine der spannendsten Kategorien und deswegen auch zuletzt die Hybrid Arts. Wir haben noch so einen internationalen Stargast der Wissenschaft heuer beim Symposium, Lisa Randall. Sie ist eine Professorin von der Harvard University, eine der Top-Wissenschaftlerinnen, die uns erklären wird morgen, heute erklärt hat schon, Entschuldigung, wie die Stringtheorie funktioniert, wie das ist mit den 11 Dimensionen. Thank you very much for coming. And please give hand out now the golden nika to A Orienté Objet, Marion Lavalchanté und Benoît Mangin für ihr Projekt May the Horse Live in Me. Ja, und bevor wir jetzt wirklich das große finale Schlussfoto machen können, kommen wir noch einmal ganz zurück zum Ursprung, zum Kern der Dinge, nämlich zu unserem Kooperationspartner CERN. Ich habe schon vorher kurz angesprochen, das hat begonnen im Jänner bei dieser Exkursion. Lois Lammerhuber, der Fotograf, Franz Sobel, der Schriftsteller, ich durfte da so ein bisschen mithuschen und es ist ein fantastisches Buch entstanden. Dieses Buch hat heute bzw. morgen Weltpremiere. Es wird morgen um 15 Uhr im Deep Space im Ars Electronica Center und dabei sein auch vom Rolf Heuer, dem Generaldirektor von CERN, zum ersten Mal voll präsentiert. Und für dieses Buch ist auch eine eigene Musik komponiert worden. Ralf Schutte, der Salzburger Komponist, hat eine Musik.